Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir die Morning und Night Meditation vorstellen. Das ist eine Meditation, mit der du deine Schwingung sehr schnell auf eine sehr hohe Ebene bringen kannst und erzähle dir natürlich, was es mit der neuesten Version auf sich hat und wie die ganz genau funktioniert. Meine Lieben, es ist soweit. In diesem Video stelle ich dir die, wie ich schon erwähnt habe, die neue Morning Night vor. Und das ist aber keine normale Morning Night, sondern es ist etwas komplett Abgefahrenes. weil ich bin da 2 Monate dran gesessen und habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit für eine Frequenz investiert, wo ich wirklich Tag und Nacht gesessen bin und primär nur an dem gearbeitet habe. Ich werde auch gleich zeigen, warum. Ich habe da Dinge eingebaut, die es noch nie irgendwo gegeben hat. Du kennst ja vielleicht die alte Version oder die YouTube-Version. Das sind so kleine Mini-Versionen von dem, was eigentlich die richtige Morning Night ist, die Extended-Version. Und dazu werde ich gleich zu sprechen kommen. Ja? Warum habe ich die Version gemacht? Was ist da mein Motiv gewesen? Und zwar das Ziel, vor allem jetzt in der heutigen Zeit, ist es, dass man seine Schwingung erhöht, dass man seine Frequenz in eine höhere Ebene bringt, dass man jeden Tag glücklicher wird und sich nicht von negativen Dingen beeinflussen lässt, vor allem nicht von der Außenwelt, ja. Und dazu ist es halt wichtig, deine eigene Frequenz nach oben zu bringen, ja. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine der Möglichkeiten ist, dass du zum Beispiel einfach eine tägliche Meditation machst und dir mit Gebeten, mit Suggestionen, mit Visualisierung, mit alles, was halt geht, deine Chakren öffnest und das volle Programm durchmachst. Und so kannst du dann täglich deine Frequenz erhöhen, ja. Wenn du die Demo-Version zum Beispiel täglich hörst, wirst du sofort wissen, wovon ich meine. Nach ein paar Tagen wirst du genau wissen, okay, ich fühle mich heute einfach anders und man fühlt sich einfach jeden Tag glücklicher. Ich sage mal so, das ist so wie Wellenreiten und jeden Tag bist du auf einer höheren Welle. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja. Und in diesem Video geht es ja um die neue Version, um die 3.0 von der Morning Night. Was ist der große Unterschied zu der alten Version? Eigentlich kann ich sagen, da ist alles anders. Ich habe da so ziemlich alles verändert. Wenn du unter dem Video auf in den Shop gehst und dann auf Version klickst, dann wirst du sehen, dass normalerweise immer so viele Versionen, beziehungsweise ich zeig's dir einfach hier. Das sind so die normalen Updates, was halt so alles gemacht wird. Und bei der Morning Night, pass auf, das ist das Update, was ich da gemacht habe. Da ist so ziemlich alles verändert worden, was man überhaupt verändert kann. Also im Prinzip habe ich ja alles komplett neu gemacht, aber das habe ich hinzugefügt. Ja, und was war mein Hauptmotiv, warum ich das gemacht habe? Und zwar, da man hört das ja jeden Tag, ja. Und da man es jeden Tag hört, bei so Musik, Meditationsmusik und so Sachen, das wird ja oft nach hundertsten Mal hören, also Fahrt, sage ich mal ganz ehrlich. Und meine Idee war, dass man das Ganze macht, dass es nicht fad wird, dass man es 100 Mal hören kann und dass man es einfach sagt, okay, ich höre es mir gleich nochmal an. Ja. Und das ist mir tatsächlich gelungen. Ja. Wie kann ich das sagen? Und zwar, weil ich habe es mittlerweile, für euch steht zwar von Version 2.0 auf 3.0, aber es sind in Wirklichkeit über 50 Versionen durch dazwischen geflossen und ich mache halt nur eine Version draus. Und ich habe es tatsächlich über 50 Mal gehört und ich kann sagen, ich freue mich heute schon, wenn ich sie heute wieder hören kann. Ja, und ich höre sie mir oft 2 Mal hintereinander an. Tatsächlich, ja. Zumindest jetzt beim Testen muss ich das machen, ja. Ja. Und warum ist das so? Weil ich habe da ein paar Effekte eingebaut aus der Filmindustrie. Einer meiner größten Vorbilder ist der Hans Zimmer. Und ich habe seinen Kurs besucht, seinen Mastermind-Kurs für Creative Music. Und habe mich inspirieren lassen von der Filmindustrie tatsächlich. Ich habe da viele Kurse schon vor 10 Jahren besucht zum Thema Filmproduktion. Oder ich tue meine Kamera ein bisschen anpassen. Zum Thema Filmproduktion, wie man Filme macht und so weiter. So, also wenn man Regisseur wird, ich wollte nie Regisseur werden, mich jetzt einfach interessiert, wie man gute Filme macht, ja. Was aber interessant ist, wie ich auf das gekommen bin, weil ich habe eine Erkenntnis gehabt, und zwar, dass das ganze Leben eine Geschichte ist. Und wenn wir wissen, das ganze Leben ist eine Geschichte, weil wenn das Leben zu Ende ist, ja, dann kannst du ja zurückblicken und dann hast du wie ein Buch, du kannst nachschlagen. Ja. Und das ganze Universum ist nichts anderes wie Evolution. Also und am Ende der Evolution ist es ein Buch und du blickst zurück und du hast eine Story dahinter. Ne?
Und als ich dann wusste, okay, das ganze Leben, das ganze Universum, unser Leben basiert auf einer Story. Das heißt, die Frage ist, welche Story willst du leben? Möchtest du ein Drama haben? Möchtest du ein schönes Leben haben? Was für eine Geschichte möchtest du haben? Und meine Arbeit, vor allem die Arbeit von der Morning Night Meditation, das Ziel dahinter war es, dass ich dich in eine Story hineinführe, wo dein Leben phänomenal wird, wo dein Leben glücklich ist, wo du in einer höheren Frequenz gehst, wo du auf eine Zeitlinie kommst, wo du danach zurückblicken kannst und sagen kannst, hey, mein Leben war kein Drama, mein Leben war einfach grandios, ich würde es genauso wieder machen, ja. Und das ist so das Ziel. Man sieht es mir vielleicht auch nicht, ich bin euphorisch, ich habe einfach zu oft die Morning Night gehört, ich bin einfach so glücklich. Glaubst du mir das? auf jeden Fall, in der Filmindustrie gibt es ein paar Sachen, die man beachten muss, dass man Filme macht, die man sich immer wieder gern ansieht. Sehr viele Regisseure bauen das leider nicht an, aber ein Film, der das sehr gut eingebaut hat, war der Film Forrest Gump. Weil der hat eine Story, so eine Heldenreise, wo jemand von da, darüber geht und hier und da, 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 da. Und da passiert sehr viel und er wechselt immer die Location, ja. Und das ist etwas, wo Stationen eingebaut werden. Und diese Stationen machen, dass es nicht uninteressant wird, dass du dich immer wieder sagst, hey, ich würde den Film gerne wiedersehen, weil ich freue mich auf diese Szene und auf das freue ich mich auch schon. Ja. Weil da ist was anderes und da kommt was Cooles und da ist ein Blockbuster, da kommen bei mir die Emotionen und so weiter. Und ich habe bei dieser Morning Night das eingebaut. Ja, ich zeig's dir mal nochmal. Hier fängt sozusagen die ganze Story an. Dann geht's hier in die geführte Meditation drüber und dann geht's hier unten in die Sturmabteilung, da kommt ein Sturm, der geht durch dich durch, dreht sich im Kreis von oben nach unten, eine ziemlich coole Erfahrung. Und hier habe ich was Cooles eingebaut, und zwar hier, das ist ein Black Hole, ja. Da hat ein Satellit ein schwarzes Loch aufgenommen, das Geräusch davon, und ich habe das hier eingebaut. Während du in diesem Tornado drin bist, läuft eine Musik, die von der Animation von oben nach unten durchgeht, wie beim Sturm, also das ist ein ziemlich cooles Geräusch, solltest du auf jeden Fall mal durchhören. Ja, und dann geht's dann in die nächste Story rüber, wo die ganzen Chakren geöffnet und aktiviert werden. Das ist diese Abteilung hier. Da habe ich hier ein paar Sachen eingebaut, die Emotionen wecken und so weiter. Das Ganze natürlich in 3D animiert. Ich habe da hier vorhin die Spuren gezeigt. Und dann geht's hier in die nächste Phase. Das ist dann die Om-Phase. Das siehst du hier. Hier fängt das Om an. Und das ist meine Lieblingsphase, weil hier kommt etwas, und zwar diese Musik, die Musikmischung aus diesen zwei macht einen ziemlich krassen Effekt. Und dann geht es dann rüber in die ganzen Gebete und Co. und so weiter. Und dann werden hier die ganzen Codewörter nochmal aktiviert. Übrigens, durchgehend bei der großen Extended-Version kommen die ganzen Codewörter aus dem Gate-Programm, vor allem aus dem Gate 13. Das ist das Gate 13, die Codewörter in dieser kompletten Abteilung drin, ja. Weil das Ziel von dem ist, dass deine Frequenz ganz schnell nach oben geht, ja. Es ist nicht tragisch, wenn du es nicht kennst oder auch das Gate-Programm nicht kennst, die Codewörter wirken trotzdem, ja. Nur zur Info für dich, ja. Ja, und dann geht's dann in die nächste Abteilung rüber. Und zwar hier in den Ausklang, ja. Und dazwischen passieren natürlich auch verschiedene Dinge. Also eine richtige Abwechslung, und die Morning und Night ist nicht so wie früher einfach nur dasselbe, nur kopiert mit einem anderen Text, sondern es ist ein Film, wo die Night aufhört, fängt die Morning an und das Ganze geht ineinander über, ja. Gut, kommen wir mal zu den ganzen Sachen, die ich dort hier eingebaut habe. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viel ist. Also ich habe hier den kompletten Text komplett neu aufgenommen. Ich zeig dir mal vielleicht mit was. Würde dich vielleicht interessieren. Ich gehe mal kurz mit dir ins Studio. Wechsel mal hier so die Kamera. Und zwar mit diesem Mikro habe ich das aufgenommen. Und zwar, das ist ein Mikrofon, welches verwendet wird für Radiosender. Ja? Das ist ein ziemlich krasses Mikrofon. Und mein Hauptmikrofon, das ist das hier von dieser Firma, von der Firma Neumann. Das kostet über 2000 Euro und da ist eine komplett andere Qualität dahinter, ja. Und natürlich auch dieses 360 Grad Rode Mikro. Ja, das ist ziemlich crazy. Und mit diesen drei Mikrofonen habe ich das gleichzeitig aufgenommen. Ja, und du hörst in der Frequenz natürlich immer eine andere Tonqualität im Vergleich zu früher, weil es ist mir immer wichtig, dass du weißt, dass ich da immer das Maximale rausholen will für dich. gut, ja, das ist das. Also ich habe den Text ungefähr also komplett neu aufgenommen. Der Text wurde zu ungefähr 40% komplett neu überarbeitet. Ich übrigens, vielen Dank an euch alle, die mir die ganzen Mails geschrieben haben, Kommentare, Feedback, Rezensionen, weil die Frequenz hat sich sehr, sehr oft verkauft. Das ist eines der bestverkauften Frequenzen und beziehungsweise Meditationen.
Und das ist auch der Grund, warum ich diese unbedingt updaten wollte auf dieses komplette Ding, was ich dir gleich zeige, weil ich von euch so viel Feedback bekommen habe. Und dieses Feedback habe ich natürlich mit alles eingebaut hier in diesen Updates, ja. Danke dafür und macht weiter damit, ja, unbedingt, ja. Gut, ich habe dann die komplette Musik komplett neu gemacht. Also da wurde alles gelöscht und alles wurde komplett neu gemacht. Also wirst du nicht mehr wiedererkennen. Und natürlich auch in MDR, also in 3D mit Bewegungen und so weiter, ja. Übrigens, nur zur Info, MDR bedeutet nicht, das ist kein so ein Marketing-Dings da, dass sich da alles bewegt und so und dass es sich cool anhört. Natürlich hört sich das cool an, aber das hat überhaupt nicht den Effekt, dass ich das cool anhören soll, sondern der Effekt ist, dass das Gehirn dadurch dissoziiert wird und man nicht mehr fokussiert sich auf Gedanken so, weil es normale Musik ist, sondern das Gehirn fokussiert sich von wo, aus welcher Position kommt das nächste Geräusch und deswegen geht dein Gehirn in einen anderen Modus über und dann wirkt die Frequenz stärker. Das ist der einzige Grund, warum ich das MDR gemacht habe. Also es hat nichts mit irgendwelchen coolen Geräuschen zu tun. Natürlich hört sich's cool an, aber der Hauptgrund ist, dass die Frequenz einfach stärker wirkt. Ich habe da sogar ein eigenes Video auf meinem Kanal gemacht, wo ich das sogar gezeigt habe im EEG. So, was habe ich noch gemacht? Und zwar ja, die Chakrenaktivierung, also es gibt hier drei Versionen, und zwar eine Extended-Version, 45 Minuten, da ist das volle Paket drin, mit Codewörtern, mit, ja, geh einfach im Shop, klick drauf, dann wirst du sehen, was da alles drin ist. Also brauchst nur nach unten scrollen. Kann ich hier in dem Video eigentlich erzählen, dann müsste ich hier eine Stunde reden. dann gibt es eine 30-Minuten-Version, das ist die Guided Chakra-Version, das ist die Chakra-Abteilung. Also da wurde die Chakra-Szene genommen mit ein paar Effekten, die noch deine Schwingung erhöhen. Aber Fokus auf die Chakra wurde auch länger gemacht, das Ganze mit dem Chakra. Und die Frequenz wurde dort auch verändert. Auf YouTube gibt es schon eine ältere Version. Im Shop habe ich schon wieder eine neuere Version drauf. Die wirkt noch ein bisschen stärker. Auf jeden Fall, die Chakra-Version dauert eine halbe Stunde, die ist dort drin. Und dann gibt es noch eine Blitz-Version für diejenigen, die sagen, hey, ich habe nicht jeden Tag gleich viel Zeit, aber es gibt halt Tage, da hat man 20 Minuten Zeit, manchmal hat man 30 Minuten, manchmal hat man 45 Minuten. Und so kannst du dann immer variieren und dir das anpassen, ja, dass du in eine gewisse Routine kommst. Ja. Was habe ich noch verändert? Das, was ich dir vorhin gezeigt habe mit den ganzen Klangschalen, dann die Musik, die geht von oben nach unten, an der Position und so weiter. Der Sturm dreht sich im Kreis. Dann auch diese Phase, wo die ganzen von G13, die ganzen Codewörter vorkommen, die ist eine ultimative Dissoziation. Da wirst du auch hören, wie sich alles parallel bewegt. Das ist eine krasse Dissoziation. Ja, dann habe ich noch die Vögel selbst aufgenommen im Wald, also keine Loops mehr, so wie früher oder wie überall anders, sondern da läuft durchgehend ein eigener Vogelding mit verschiedenen Abwechslungen vom echten Wald, das finde ich ziemlich wichtig. Die Morning Night ist ein Übergang ineinander, dann halt die ganzen Codewörter aus dem Gate-Programm. Wichtig ist halt, ich erwähne es immer wieder, die Codewörter wirken auch genauso, auch wenn du das Gate-Programm nicht kennst oder machst. Würdest du es kennen, dann wird es natürlich noch viel stärker, aber sie wirken genauso, also du kannst die Frequenz genauso auch hören. Es sind auch neue Codewörter dabei, die in Zukunft hinzugefügt werden, also nicht wundern, da gibt es manche Codewörter, die kommen erst in der neuen Version von G2 und so weiter vor. Werde ich dir dann, ja, aber dass du Bescheid weißt, ja. Ja, und da wurde der gibt es halt die 16-Bit auch nicht mehr. Ich habe das abgeradet auf 24-Bit, weil die 24-Bit-Player, die sind relativ günstig und ziemlich cool. Gibt es schon ab 30 Euro oder so, was ich gesehen habe. Und ich dachte mir so, ja, warum 16-Bit, wenn ich es dir kostenlos oder zum selben Preis auf 24-Bit geben kann. Ja, und es wurde noch so viel optimiert. Also ich müsste jetzt hier wirklich eine Stunde reden, dass ich dir alles zeige, was da alles gemacht wurde. Was ich da verändert habe, was auf jeden Fall noch wichtig ist für dich. Auf diese Webseite, wenn du ganz runter scrollst, ja, gibt es einen Link, und zwar oder auf meinem YouTube-Kanal, der nennt sich Morning Night richtige Nutzung. Ja. Und dort erkläre ich dir ganz genau, wie du diese Frequenz am effektivsten für dich nutzen sollst. Ja. Sieh das unbedingt an, weil das ist etwas, was du idealerweise täglich hörst, und es ist wichtig, dass du das Video von der richtigen Nutzung hörst, weil wenn du natürlich nicht weißt, wie du es am besten nutzen sollst, dann kann es sein, dass du es einen Monat lang hörst und der Effekt ist nicht so stark. Darum ist das Nutzungsvideo sehr wichtig, dass du es ansiehst, weil danach wirst du viel intensiver, also dein Effekt aus der Morning Night wird einfach viel intensiver sein, ja, und du wirst viel ein ganz anderes Resultat und ein anderes, in einer kürzeren Zeit ein höheres Bewusstsein erlangen, ganz anders gesagt, ganz einfach gesagt.
Okay, also wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Morning Night Version. Auch in der Single Version, also wenn du nicht das Bundle holst, sondern nur die einzelne, sind auch die anderen zwei, also die Chakra Version plus die Blitz Version, auch natürlich inkludiert. Gut, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Und vergiss bitte nicht, wenn du es gehört hast, bitte, bitte, bitte hinterlass mir im Shop ein Feedback. Ich möchte wissen, wie es bei dir ankommt, wie es dir gefallen hat, was für Effekte du hast. Auch wenn du Kritik hast, schreib es mir rein, damit ich natürlich optimieren kann, wie du jetzt siehst. Ich habe ziemlich viel optimiert, weil ich bin jemand, der mit Feedback sehr gut umgehen kann, weil ich nutze das Feedback, damit ich es besser machen kann. Das ist auch der Grund, warum ich ja die Silber- und Gold-Memberschaft im Shop eingeführt habe, weil ich ja sehr viel arbeite und immer optimieren möchte und die natürlich die maximale Qualität und immer die Messlatte immer noch höher legen möchte. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich immer Feedback von dir bekomme, positiv wie auch negativ, egal was. Hauptsache ich weiß Input, wie geht's dir damit, wie fühlst du dich, was passt dir nicht. Und dann sammle ich das und dann mache ich, wenn ich ein Update mache, dann knall ich alles zusammen und dann optimiere ich, dass es immer auf die nächste Messlatte kommt. Also, und wir sehen uns im nächsten Video.